Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei dieser wunderschönen Nacht bei South Park. Wir werden jetzt schlafen gehen und am nächsten Tag schauen wir einfach, ob wir uns den Stab der Wahrheit zurückholen können. Außer es passiert jetzt wieder Gummibärchen. Okay. Na gut, ich hoffe, wir können durchschlafen, nicht, dass uns wieder Aliens abholen. So, mal gucken. Nö, ich glaube, wir schlafen jetzt. Was? Unterhosenwichtel. Wir holen sich jetzt echt unsere Unterhosen. Und wir gucken ihnen zu. Ja, logisch. Bringt ihn um. Na ganz toll, jetzt haben wir gar keine Rüstung oder irgendwas. 2000. Nur der hier hat. Den. Magier. Weiß auch nicht. Na gut. Oh. Well, läuft ja gut. Nur noch er hier. Oh Gott. Achso, ich dachte schon. Ich hau mal ganz normal drauf. Oh, das zieht eh genug ab. Okay. Bin ja noch mal gut. Nein, tu das nicht. Ich will nicht klein sein. Ja, logisch. Und er schaut einfach zu, anstatt dass sie ihn wegkickt oder so. Lol. Jetzt sind wir klein. Oh, jetzt wird das, glaube ich, verdammt schwer. Ja, logisch. Jetzt haben sie natürlich. Ja, ich sag nichts. Hauptsache, sie brennen. Schon mal. Oh, er konzentriert sich. Er erhöht von allen den Angriff. Oh, Mist. So, jetzt konzentrieren sich leider beide. Ich würde sagen, wir gehen mal da drauf. Zack. Er konzentriert sich. Und zack und zack und zack. So, das ging eigentlich noch mal ganz gut. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal angreifen, weil er uns noch kleiner macht. Oder nee, sie gehen. Was, die kommen jetzt da raus, oder was? Wichtelhandschuhe. 10 Rüstung, wie viel haben wir denn? Muss ich gleich gucken. Zerrissene Unterhose. Natürlich, verkaufen wir für 20 Cent. So, was hatten wir? Handschuhe. 10 Rüstung und hier haben wir auch 10 Rüstung. Ja, das passt schon. Ich glaube, da bleiben wir hierbei. Da nehmen wir natürlich wieder die SWAT-Weste. Und unsere tolle Krone, die ich echt übrigens äußerst klasse finde. Oh mein, jetzt rennen wir hier rum als kleiner. Little Simon. Ach Gottchen, sehr cool. Und hier können wir jetzt rein, oder wie? Ah, damit können wir, glaube ich. Jetzt müsste ich halt wissen, wie wir nach draußen kommen. Weil irgendwo war doch da diese eine Bank, wo da drunter noch ein Schild-Pokémon war. Oh Gott, wie soll ich denn da vorbeikommen? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da hochgeht. Yay, klebriges Netz. Oh Gott, schaut euch das an. Nein! Verdammt. Oh Gott. Riesenratte, das ist wirklich eine verdammt große Ratte. Ganz ehrlich, ich
bin schon fast gezwungen, ihn in Beschwörung zu nehmen. Wir haben gar keine Tempotränke mehr. Das ist äußerst schlecht. Ich habe echt Angst, dass uns das irgendwie voll den Nachteil gibt, wenn wir jetzt hier so klein sind. Ich weiß auch nicht. Ja, das wird nichts bringen, oder? Rüstung hat sie nicht. Aber viel Leben. Oh, ich blute. Wir hauen einfach drauf, würde ich sagen. Mehr können wir auch gerade gar nicht so machen. Supi, supi, supi. Kann einfach nur hoffen, dass es hier jetzt was wird. Und... Sching, schang, schang. Oh, betäubt, das geht sogar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Gott. Jetzt haben wir echt eine Ratte getötet. Es ist nicht so schön. Ja, da passiert anscheinend nichts. Ah, damit hätten wir die Ratte töten können. Okay, jetzt bin ich gespannt. Sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. I'm so frazzled. Will you just make love to me? Of course I will, darling. Und wir schauen natürlich zu. Oh Gott. Wie sich das anhört hier, das Gedämpfte. So, wir haben ja noch eine Fähigkeit verfügbar. Wir nehmen natürlich das, weil wir unbedingt hier aufs Letzte hin wollen. Oh Gott. Das Spiel ist echt verrückt. Ich gehe erstmal da vorne auf diese Leiter. Hallo? So. Alter, wie es hier einfach auch drin ausschaut. Alles kaputt, das Haus zerfällt ja eh bald. Ein Wichtelhelm. 15 Rüstung. Ich weiß gar nicht, macht unser... Ich glaube, unserer macht aber nur 10, oder? Und der Ball, was ist mit dem? 900 und circa 500. Okay. Da würde ich sagen, wir tun mal das Feuer runter. Oh Gott, wir haben schon so viel Zeug. Aber mir ist das Feuer dann doch immer noch am liebsten irgendwie. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch nicht. Was haben wir denn hier noch? 80 Waffenschaden, Frost. Ein Schild entfernt, Bluten, bla bla bla. Ja, okay, das ist alles nur so Krimskramzeug. Yay! Oh Gott. Ich will das nicht. Nee, ich kann nicht mehr weg hier. Jetzt. Halt. Ah, okay, da hätten wir nur die Ratte ausschalten können. Alles klar. Alter. Was geht ab? Ich will weg hier. Ich will das nicht mehr hören. So, wo geht's denn hier hin? Da können wir nicht lang anscheinend, ich weiß auch nicht, oder? Ja. Oh Gott. Tja, wie soll ich sie jetzt da dran kriegen? Ich muss gucken, wie das hier abläuft. Ah, okay. Jetzt kann ich sie anfurzen, oder was? Oh Gott, wie geil! Ich feiere das Spiel so. Alles klar, und! Es kommt! Achtung, es tut mir so leid! Achso. Falsche Richtung. Okay, okay, pass auf! Geh lieber weg! Geh, geh weg! Oh! Die arme Rat. Ich will das nicht. Klemmt sie sich da jetzt auch ein, meint ihr? Nee, anscheinend nicht. Hier geht's aber noch lang. Oh Gott, ey, wie viel einfach. Ist die jetzt tot oder nicht?
Wieso muss das immer kommen, wenn ich aufnehme? Alter, das irritiert mich so, dieses Geräusch. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir die andere dann noch angreifen müssen, oder? Ne, die ist auch tot, alles klar. So, dann würde ich sagen, einfach draufgehen, draufgehen, draufgehen. Sie brennt, aber auch nur da hinten der Nacken so ein kleines bisschen, weißt schon. So, regenerieren, okay. Mach mal kurz diesen Ball, das würde mich interessieren. Okay, der ist aber cool. So, das machen wir aber jetzt nicht nochmal. Ich würde sagen, wir rambolen sie, weil die können ja betäubt werden. Eins, zwei, ah, scheiße. Zack, nochmal so. Und dann würde ich sagen, mal kurz mit dem Schwert drauf gehen. Nein. Okay, doch. Ach schon, ich dachte, es reagiert wieder nicht. Zack, und jetzt haben wir es eh. Ich würde sagen, wir hauen da dreimal drauf. Zack, zack und zack. Yeah. Super, Freunde. Wir schaffen es ganz easy, locker, einfach eigentlich. Boah, ey. Könnt ihr das bitte lassen? Alter, was geht ab? So, jetzt sind wir eh in der Sackgasse. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Wichtelhacke. Ah, das sind nur 600. Durchdringt 20 feindliche Rüstung ist nicht so viel. Oh Gott, ey, könnt ihr das bitte lassen, ey? Das raubt mir gerade irgendwie jeden Verstand. Können wir denn hier noch weiter hoch? Nein, können wir nicht. Da können wir nicht durch. Boah, ihr wisst gar nicht, wie sich das anhört auf den. Ah, hier geht's halt. Auf den Kopfhörern da, die. Ja, weiß auch nicht. Es schallt so. Wichtelkleidung. 30 Rüstung. Ich glaube, das haben wir aber auf der Ding auch, oder? Angriff ignorieren bis zu 100 Rüstung. Oh, bis zu 100 Rüstung, oder was? Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Wichtelhacker. Wichtelhelm. Wichtelkleidung 30 und 30. Okay, nee, das passt dann schon. Aber ich würde gerne eventuell ändern. Was war denn das jetzt? So, okay. War das nicht gerade irgendwie sowas? Okay, das geht gar nicht an die Kleidung. Ich dachte schon. Wegen der 100 Rüstung. Ja, und wo geht das jetzt hier lang? Müssen wir dann nochmal runter. So, na gut, ich würde sagen, mit diesem Gestöhne im Hintergrund können wir dann darauf. Oh Mensch. Nee, können wir nicht. Ich versuche hier gerade mit Deda rechts rüber zu skippen, sage ich mal. Na gut, ich würde sagen, mit diesem Gestöhne im Hintergrund hören wir diese Folge auf und machen in der nächsten Folge gleich nochmal damit weiter. Hier ist ein Pfeil, da müssen wir dann hin wahrscheinlich. Ja, und dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen und eventuell hören wir uns ja in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Gruß, euer SimonP. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei South Park. Ich dachte eigentlich gerade, dass hier irgendein Pfeiler rausgeht, also der uns weiterbringt, aber der führt uns wahrscheinlich nur hier raus. Nein, und genau das habe ich vorhin versucht aufzuhalten. Oh Gott, wie blöd von mir. Nein, was bin ich denn für ein Kackhaufen, ne? Nein, ich bin so scheiße. Ach nee, jetzt muss ich das alles wieder machen. Gott, Mist. Naja, kann man nicht ändern. So, zack, zack, zack. Einmal so, einmal so, einmal so. Achtung, 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 und Drachenschrei! Zack. Du bist tot. So, ich würde sagen, kriegen wir ganz schnell weg. Einmal kurz ramboliert hier und Ching, Shang, Shong, zack und zack. Perfekt. Super, Freunde, das geht's so gut eigentlich gerade. Kleine Pfote. Müsste die jetzt nicht eigentlich so groß sein wie wir? Naja, egal.
Fellbüsche. So, ah, da geht's lang. Oder waren wir da noch nicht oben? Weiß gar nicht. Wichtelhacke. Doch, hier geht's lang, da waren wir glaube ich auch noch gar nicht. Aber darunter geht's nicht. Oh Gott, ey, ich muss mal meine Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. So, sind wir jetzt denn bei den... Oh Gott, nein. Du willst mich verarschen. Und ich kann mich nicht mal bewegen. Das... Ja, jetzt hat. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das zensieren muss oder so. Sehe ich das da einfach so im Hintergrund? Da sind die Wichte. Kleines Medaillon. Oh Gott, ey, muss das denn sein? Und im Hintergrund, ihr wisst schon, oh Gott, Mann. Wetten immer noch? Mein Gott, was ist denn das für ein Scheiß? Alter. Naja, wir wollen hier nur kämpfen, wir wollen nichts Besonderes hören oder sehen hier. Er konzentriert sich, Concentration, und er macht das, aber dieses Mal haben wir es abgewehrt, Leute, super. Ich freue mich tierisch, und eins, und zwei, und drei. Nicht so schlimm, eigentlich wäre er halt jetzt weg gewesen, aber egal. Super, geschafft mal wieder. So, Geld... Wie viel Geld haben wir denn inzwischen? Bestimmt schon 300, 400 oder so. So, den Rest können wir nicht nehmen anscheinend. Oder doch? Kaputter Stiefel. Oh Gott, ey. So, ich gehe da runter. Ich glaube, das muss ich sogar zensieren jetzt gerade. Willst du mich verarschen? Jetzt. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher. Muss man das hier denn zensieren? Da ist nämlich jetzt gar nichts drüber oder so. Ich sehe da alles, sage ich mal. Die Musik. Ich will hier nicht mehr weiterspielen an dieser Stelle. Ich probier's mal mit Rambolen Unterhosen Hexe. Eins, zwei, drei, zack und zack. Wieso sind die alle im 100 gegen? Das gibt's ja gar nicht. Nein! Aber ich bin auch immun dagegen anscheinend. Wie peinlich. Oh Gott, ey, das nervt mich gerade. Und go! Natürlich, war ja klar. Oh Gott, man, ey, der zieht voll ganz schön viel ab. Hätte man nicht wenigstens die Musik ausschalten, bitte. So, ich hoffe, es klappt dieses Mal. Und... Schack. Ja, dieses Mal hat es geklappt, aber der hat verdammt viel Rüstung. Was soll denn das? Okay, das zieht auch nicht gerade viel ab. Man muss hier das ganze Bild zensieren hier, wenn die da die ganze Zeit reinschwingen, die Teile. Gott, ey. Zensiere es einfach mal nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie Stress krieg mit YouTube. Aber ich meine, dann sieht man ja gar nichts mehr vom Spiel. Kann ich auch eigentlich rausschneiden alles dann. Ich würde sagen, wir machen nochmal Stürmen der Pulle.
Leider wieder zu spät. War ja fast klar. Was? Ja, weh. Wisst ihr, das gehört aber jetzt halt auch so total zum Spiel dazu. Ich weiß gar nicht, wenn ich da jetzt was zensiere, dann sieht man einfach nichts mehr zum Spiel, weil das hier gerade einfach dazugehört. Geh doch weg. Das ist schon wieder ein Bosskampf. Wir machen zurzeit ganz schön viele Bosskämpfe, finde ich. Ja, und den Zeitplan werde ich jetzt aus Durcheinander bringen. Sagen wir so. So, stürmender Bulle. Das gibt's ja nicht. Wieso treffe ich das nicht? Ich... So, gerade noch gekriegt, glaube ich. So, wir greifen nochmal an, einfach, ist ja egal. Einfach nochmal probieren. So, jetzt hat aber. Wir kriegen das schon noch hin irgendwie. Er blutet zweimal. So, ich würde sagen. Tja, es war mal wieder zu früh gedrückt. Aber jetzt haben wir ihn trotzdem hingekriegt. Nimm das. Ja, nein, du machst mich jetzt nicht bei deinen Eltern. Boah, cool, das können wir ja jetzt echt machen. Ja, wow. Alter. Oh Gott, ey, das Spiel, das ist so verrückt einfach. Oh Gott, oh Gott. Was müssen wir denn jetzt bitte für ein Kindheitstrauma haben? Gott. Ja, guten Morgen. Streck dich erstmal. Siege dir. Hey, da steht noch einer. Ist leider voll. Okay. Hey Kid, since a lot of our best guys are dead by your hand, can you help us collect underpants? We just need a few more to hit our quota. Haben wir nicht schon Unterhosen? This goes a long way toward making up for killing all our fucking friends. Hey. Und jetzt? All the widow gnomes and orphan gnomes you created will surely forgive you now. Cool. All the widow gnomes and orphan gnomes you created will surely forgive you now. So, wir haben eine Nachricht. Alle Krieger von Saron und Larnion werden zu einer Notfallversammlung gerufen. Meldet euch sofort im Elfenwald. In welchem Elfenwald? Cartman gefällt das. Finde möglichst viele Freunde in South Park und darüber hinaus, um Clyde und seine Armee der Finsternis zu besiegen. Triff dich mit Kyle in seinem Hof, um einen Plan zu schmieden, den Stab von Clyde zurückzuholen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt gleich weitermachen. Moment mal, ich sammle 5 Unterhosen. Haben wir das nicht schon gemacht? Quest? Okay. Wollen wir da jetzt schon wieder reingehen? Gott, ey, da ging's heute Nacht so rund. Hier waren wir drauf. Von hier konnten wir alles. Ist voll doof, gell? Man hat die doch von der Seite gesehen, aber von hier schaut man eigentlich so drauf, dass sie dann so, dass ihre Füße zu uns schauen müssten eigentlich. Wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt. Ich geh erstmal kacken. Die Musik. Ich mag die. Und gekackt. Meint ihr, wenn ich das drin liegen lasse, kriege ich Ärger von meinen Eltern? Ha 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 ha. Ich bin der Master hier. So. Ja, verrücktes Liebesspiel. Und da sitzen sie, als wäre nichts gewesen. Dieser scheiß Motherfucker. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich hatte ein Kindheitstrauma. Vor ein paar Jahren, ich sah meine Eltern. In einer Nacht.
Da gab es auch Unterhosenwichtel, aber die waren gar nicht so wichtig. Noch viel verrückter war das, was diese zwei Herren hier gemacht haben. Hüte dich vor Fremden. Der ist jetzt nur mit uns befreundet, weil wir genug Freunde haben, oder was? Ach ja, ich frag erst gar nicht. So. Dann schauen wir doch mal. Okay, ja, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt in den Elfenwald. Ich möchte aber eigentlich... Wir haben jede Quest anscheinend jetzt erfüllt, sonst an den ganzen Nebenquests. Außer das mit den Kindern und nach Kanada kommen wir noch nicht. Das ist wahrscheinlich dann noch irgendein Teil von dem Plan hier jetzt gleich. Da müssen wir bestimmt vielleicht nochmal irgendwie nach Kanada. Sicher, wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Also bin ich mir noch nicht. Ich hab Schnupfen. Und er schnupft es einfach. Ja, können wir jetzt eigentlich ein bisschen rumsuchen hier, was es hier alles gibt. Schlüssel zum Schlafzimmer von was? Von Stoneys Eltern. Tja, wieso nicht? Ich würde sagen, wir machen uns nochmal ganz kurz groß. Ist das denn hier? Ich weiß gar nicht. Bin ich mir nicht sicher, ob das hier die... das Schlafzimmer ist, weil also es lag hier neben dem Haus. Ich denke mal, dass es das hier sein wird auch. Gucken wir doch mal. Nee, da waren wir schon drin. Tja, wo ist Stoneys Zimmer? Also Stoneys Haus oder wie auch immer. Jimmys Haus. Was ist das? Hallo. Clydes Haus, Trades Haus. Tja, wo finde ich jetzt das? Mein Haus. Mr. Sklave. Das ist anscheinend nichts Besonderes. Muss nicht angezeigt werden. Hallo? Kevin Stoneys Haus. Dann gehen wir doch da mal hin. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, dass ich Schnupfen habe. Man hört es auf alle Fälle. Das merke ich. Man hätte die Lampe hier runterschießen können, sehe ich gerade. Aber ich hoffe, es macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Ich werde nach der Folge jetzt wahrscheinlich die Session eh nochmal beenden. Ne? Ich baue jetzt für die nächsten 2 Tage Folgen. Und dann habe ich 2 Tage lang Zeit, um wieder gesund zu werden. Und dann können wir die Session auch wieder beenden, ne? So, ich glaube, das Haus hier war es, oder? Bin ich mir nicht sicher, aber ich denke... Wieso liegt denn da überhaupt ein Schlüssel von dem Schlafzimmer rum? Das ist mir unerklärlich. Konnten wir da noch nicht rein, oder was? Wundert mich ein bisschen. Level 12, Föderationsabzeichen. Alles klar, steigert die Nutzung. Naja, das ist nicht so besonders. Und Glatzenmütze. Wie komme ich da oben ran? Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, das wollte ich. Okay, ist aber nichts raus. Ah, doch, kleines Medaillon. So, was wollen wir jetzt in dem Haus so Besonderes, dass man da den Schlüssel finden musste? Eine kaputte Glühbirne. Das wollten wir wahrscheinlich bestimmt. So, da gibt's nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus hier. Oh Gott. Der raucht, oder was? Raucht der? Scheiße! Ach du Liebe! Wisst ihr was? Den töten wir jetzt nochmal eben, einfach nur um die EP zu kriegen. Großer Fehler, meinst du? Glaube ich nicht. Das Blöde an dem Ball ist, sie bluten dann nicht mehr. Das ist wirklich ein bisschen doof. Und die Ratten jagen die Katze, habt ihr gesehen? Go, boy. Oh.
So, jetzt nochmal ein kleiner Extra-Attack. Weg des Schwertes. Stan beschwört seinen inneren Actionheld und greift einen Feind mit einer Vielzahl Hieben an. Klicke mit der linken Maustaste, wenn du den Blitz siehst. Was? Oh Gott, die habe ich nicht gesehen, Mist. Da, seht ihr? Einfach weg mit euch, würde ich sagen. Na, es war jetzt eh nicht so besonders eigentlich. Haben wir das Schwert nicht? Boah, geil, das ist... Nein, ich habe es wieder nicht gesehen. Das ist auch... Das ist voll cool da, wenn man... die nebeneinander und hintereinander machen würde. Also wenn man unser Schwert mit Stans Schwert kombinieren könnte, das wäre richtig, richtig, richtig nice. So, einen Tempotrank können wir wie immer gut gebrauchen. Tja, und wo können wir jetzt noch rein mit unserer Größe? Ich weiß es nicht. Bin ich mir nicht sicher, was wir damit jetzt alles machen können. Irgendwo müssen wir ja dann noch ein bisschen reinkommen. Es würde mich jetzt einfach interessieren, wenn wir da jetzt irgendwo rein können. Wo wir denn da rein können? Fette Fuzzi, ja, okay, ich frag mich. Tja, und wo sollen wir da jetzt reinkommen? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo bestimmt reingehen muss. Ich suche eigentlich nur gerade so an offensichtlichen Lücken und Löchern. Wie bei dem einen Zaun da jetzt gerade. Wo wir einfach sicher reingehen können. Ich hasse dieses UFO. Ich will gar keine Zombie-Nazis irgendwo haben. Wir müssen noch zu... Wo war denn das? Bei Tweaks Café. Da weiß ich, dass da noch ein Loch ist. Beziehungsweise, dass wir da halt unter die Bank können. Ich glaube, das war bei dem Café. Jawohl! Jawohl! Und ja, ich hab da recht. Hoppala. Wie er das schlupft. Hexenhut und Stulpen. Zerbrochene Wichtelhacke. Das wollte ich schon sagen, Wickelhacke. 10 Rüstung ist auch nicht so besonders. Was sagt denn der hier, wenn er uns... Ja, ich bin ein sehr beliebtes Kind. Keine Unterdrückung der Kleinen mehr. So, da sind wir auch schon wieder groß geschwind. Ach Gott. Wie sollen wir denn hier eigentlich noch irgendwie nach Kanada kommen? Das frage ich mich wirklich. Moment, wir können... Irgendwo bei dem Bauernhof, da war doch noch eine Tasche, die wir haben wollten, oder? Täuscht mich das jetzt? Ja! Boah, ich freue mich voll. Da habe ich die ganze Zeit drüber nachgegrübelt, was das soll, wie wir da reinkommen sollen. Na gut, mit diesem triumphalen Schluss, sage ich mal, beenden wir die Folge, indem wir die Kiste geöffnet haben. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wann die kommt. Weiß ich gar nicht, wann die jetzt kommt, aber ich werde jetzt die Aufnahmesession erstmal beenden. Und dann freue ich mich schon drauf, auf diesen Pakt mit den Menschen und den Elfen, wie das ausgehen wird und wie es da weitergehen wird, sehe ich und du erst in einer etwas späteren Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.